Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Castaway. Es geht weiter. Wir sind wieder am Start. Wir sind aktuell, glaube ich, am Schirm dran. Da brauchen wir Ladstick, da brauchen wir noch ein paar Klaus. Habe ich so viele? Geil, habe ich so viele? Ja, nice. Den Schirm kriege ich nicht. Noch nicht. So, wir brauchen noch Ladstöcke auf jeden Fall. Und dann werde ich noch den Rest hier alles einsammeln, was wir haben. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf große Tour, ne? Brauche ich aber viele, ne? Für was ist das? Für das Bett doch nicht? Ist doch nicht für das Bett, oder? Kokosnuss nehme ich mit. Nehme ich mit, auf jeden Fall. Das ist ein Lock. Ah, es beginnt jetzt wieder der Abend. Die Dunkelheit. The darkness is coming. Nimm mit. Oh, hepp. Nee, war der Schirm. War doch der Schirm. Hier brauche ich nämlich Palmblätter. Und was brauche ich hier noch? Ach, das ist schon fertig. Geil. Aber manchmal bin ich gut, weißt du? Ich komme da noch nicht mehr entlang. Ich müsste mich dann hinknien, um da vorbeizukommen. Oh. Wenn du frühzeitig aufstehst, wachst du raus. Shit. Aber das können wir immer noch mal sogar wegnehmen. Das wäre ja kein Thema, ne? So, haben wir hier noch irgendwelche? Nein, habe ich nicht. Das ist empty und die sind auch erstmal noch empty. Ja, Palmblätter haben wir eigentlich genügend irgendwo rumfliegen, ne? Aber die jetzt zu finden abends ist, ist schwierig. Da liegen auch noch welche, okay. Abgespeichert. Whip. Zwei Stück brauchen wir nun. Ah, noch. Sauber. Nice, schön. So, das haben wir. Das haben wir. Weißt du, was ich mich frage? Die Workbench, ne? Die Sachen auf der Workbench. Die stehen. Guck dir das an, die stehen. Die sind fest. Das würde bedeuten, ich könnte auch eine Workbench benutzen, um die Sachen da drauf zu legen. Für eine Workbench habe ich aber keinen Platz. Dafür müsste ich erst dann wieder vorne ausbauen. Das wollte ich eigentlich erst auf einer anderen Insel wieder machen. Dass wir mal ein bisschen was anderes sehen. Ich könnte vielleicht eine hier hinstellen. Schauen wir doch mal einmal ganz kurz. Weißt du, ich würde gerne so das Schild und so da drauflegen. Hier gibt es ja auch noch die Möglichkeit. To store your tools. Was meinen die denn aber mit Tools? Für zum Beispiel die Flasche und so. Das wäre zum Beispiel für die Dingsflaschen super gut. Wie groß ist das? Das ist sogar noch nicht mal so groß. Also die werden ja dann drin, da drin bleiben, denke ich mal. Hier herum, so herum. Das könnten wir einfach ja hier hinpacken. Da können wir nämlich die Flaschen, die nehmen ja auch ordentlich Platz weg. Die könnten wir dann da hinstellen. Das können wir auf ganz entspannt einfach hier hinpacken. Dann kommen wir noch überall dran. Ist das so ungefähr? Was sagt der? Ach, geht nicht. Ah, die kann ich da nicht. Die kann ich wirklich nur... Okay, die kann ich nicht auf dem Boot packen. Nicht die Workbench auf dem Boot packen. Das wäre wichtig. Und das hier verstehe ich noch nicht. Weil das könnte sein, dass ich, wenn ich das draufkriege, aufs... Ja, das müsste ich aufs Boot bekommen. Es kann sein, dass das funktioniert wie... dann packe ich das mal eher hier hin. Wie die Storage-Dinger hier, wie die Kisten. Kann aber auch sein, dass ich die Dinger hier vielleicht fixieren kann. Wir testen einfach. Wenn ich die Dinger hier fixieren kann, dann nehme ich nur noch das. Das sage ich dir. Da gucken wir mal. Weil das wäre wichtig, ne? Damit die nicht, dass ich da Kokosnüsse ohne Ende zum Beispiel reinballern kann.
Und die nicht wegbrechen, das wäre ein Traum. Das wäre einfach ein Traum. Da ist noch ein Lock. Habe ich noch Metall? Ich habe da, glaube ich, noch ein Stück liegen und ich glaube, da vorne wurde einiges noch angeschwemmt. Ja, da liegt noch eins. Das habe ich schon alles genommen hier. Ein paar Schilder am Start. Schilder bringen mir nichts. Ich brauche Metall, mein Freund. Metall, Metall, Metall. Das gute Zeug brauche ich. Lass noch Reifen. Und Metall. Sauber. Drei Stück kriegen wir zusammen. Zack, zack. Nein! Ich habe mich gefragt, was glänzt denn da so? Das ist die aggressive Hornet. Hilfe! Ja, was ist los, Boot? Ich war abgelenkt wegen dem Boot, deswegen bin ich sofort zum Boot gerannt und habe nicht das Metallstück noch eingesammelt. Weil das Boot wieder für Unruhen sorgt. So, und jetzt brauchen wir nur noch ein Lock. Aber wir müssen kurz regenerieren. Mann. So ein Behälter für Palmblätter wäre auch geil, ne? Ich hätte gerne einen Safe Space quasi für die Kokosnüsse auf jeden Fall. Damit wir da einfach klarkommen. Mann! So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, ich kann nichts machen. Also wird es auch wieder nur so funktionieren und dann backen sie leider raus. Ne? Das ist das Blöde. Also kann ich höchstens das so machen und die dann so reinlegen. Und da werden sie leider auch rausfallen. Können das jetzt mal mit 4 testen. 2 konsumiere ich mal eben. Und ich würde sagen, ich mache noch ein paar Roben eben. Bevor ich mich jetzt auf Tour mache. Den Rest baue ich da einfach drüben. Das ist egal. Auch mit dem Iron und so. Das ist vollkommen... Das ist ja kein Iron gewesen, sondern das war... Copper, glaube ich, ne? Aber damit wir da auf jeden Fall genug haben und dann kann man den Steinbehälter dann schon mal füllen. Aber wir haben keine mehr. Gut, wir sind fertig. Sonst nehme ich nichts mit. Den Spoon, den kannst du auch ganz schnell herstellen, brauche ich nicht unbedingt. Aber Leder würde ich noch mitnehmen. Ja, das war gut. Das war wichtig. Auf jeden Fall. Das brauche ich auch nicht mitnehmen. Hm. Obwohl, ich überlege gerade, da kriege ich doch Steine raus, oder? Gucken wir mal, was wir da rauskriegen. Nicht die Welt, aber wenigstens kriegen wir 3 Steine raus. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die brauchen wir ja nicht zu verschwenden, ne? Bin echt gespannt mit den Kokosnüssen jetzt in dem Regal. Aber ich glaube, das wird genauso wenig was. So. Noch liegen sie da. Ich schieb schon mal langsam Richtung Wasser. Oder auch nicht, weil es nicht geht. Doch, so herum.
Oh, guck mal, wie schief das steht, das Regal. Das ist ja unangenehm. Unser Teeboot. Es ist unser Teeboot. Ich überlege jetzt gerade, wo wir, auf welcher Insel wir jetzt schon waren. Ich glaube, wir sind einfach da drüben. Wir könnten dann mal zu der Insel, das ist eine andere. Kann aber auch sein, dass wir da schon waren. Mit dem Double-Ding. Und ich wollte nämlich jetzt mal testen, ob, wenn ich das jetzt da reinschiebe, ob das ja quasi abhaut oder bleibt und ob das überhaupt schwimmt. Schwimmtechnisch sieht schwierig aus. Ich brauche mehr Auftrieb auf jeden Fall. Ich glaube, ich lasse das Amulett und das Schild erstmal noch da. Ich irgendwie befürchte, dass wir mies untergehen. Okay, pass auf, wir machen das jetzt. Ah, ey, der Schirm muss weg. Der Schirm muss weg. Der muss weichen, das ist super dumm. Okay, ich würde sagen, wir fahren in diese Richtung. Wir brauchen unbedingt mehr Auftrieb. Das heißt, Barrel brauchen wir. Und oder Reifen, ne? Noch. Da ist ein Hai. Ich hoffe, der greift nie an. Jetzt geht's gerade. Ey, Hai, geh weg. Wir wissen, wir haben 4 Kokosnüsse reingepackt. Wenn die noch da sind, ist geil. Trotzdem Wellengang. Da müssen wir nur dran denken mit dem Amulett und so weiter und dem Schild. Aber ob das so wichtig ist, weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es auch sogar noch eine Laterne zu holen auf der Anfangsinsel. Aber ich weiß nicht mehr, wo die stand. Ja, wir brauchen vorne unbedingt noch was. Unbedingt, 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 unbedingt. Aber das Wichtigste haben wir jetzt schon mal am Start. Das ist doch ganz gut, ne? Wir haben Trinkwasser. Wird voll gespült mit Meerwasser. Richtig nice. Das könnte die Insel doch eigentlich sein, wo die Ruinen da waren, ne? In diesem kleinen, in dieser kleinen Bucht. Könnte aber auch sein, dass die das mit dem Baum ist. Das weiß ich jetzt. Ich glaube, mit dem Baum, da sind wir zuallererst. Und dann haben wir uns aufgemacht zur nächsten. Ich glaube, zu dieser. Aber das finden wir noch heraus. Wir müssen uns ja sowieso ein bisschen umschauen auf den Inseln. Erst einmal. Ich weiß auch noch gar nicht, wie viele Inseln es überhaupt gibt. Ob die... Also die sind auf jeden Fall gleich. Die spawnen nicht random irgendwie, sondern die sind gleich. Das ist dann schon mal ganz, ganz gut. Dann sind die nämlich fest. Ich bin mal auch gespannt, wie... Ah, nee, das ist eine Brücke, da waren wir noch nicht. Und ein Turm oder so. Wir haben ein Zuhause gefunden. Easy. Wir haben ein Zuhause gefunden. Geil. Rein da. Volle Möhre rein da jetzt. Oh, da ist ein Fels, glaube ich. Ich werde das so machen. Ich werde es noch breiter machen. Also hier in der Mitte auf jeden Fall. Und ganz vorne mache ich 2 zum Andocken. Weißt du, dass die immer an Sand befestigt sind, so gesehen? Und die sind dann fest. Hoffe ich. Junge, da lebt jemand. Ich komme nicht weiter. Hey. Ich hoffe, dass der hier bleibt, ne? Der Boot. Ich schieb mal. Schieb mal ein bisschen an. Ne, da lebt hier jemand. So. Egal, ich weiß, das ist nur ein Boot.
ein altes Boot. Und hier haben wir ein Fass. Gucken wir mal, was das Fass für uns bereithält. Schlacht dich kaputt. Schlacht dich. Boah, das braucht aber viel. Da fliegt irgendein Käfer wieder. Das ist ja ein voll aggressives Fass. Was ist mit dem Fass? Boah, was ist denn mit dem Fass? Krieg ich gar keinen Schaden, ne? Das krieg ich nur von vorne Schaden. Aber, nee, auch nur minimal. Ja, das war's dann schon. Scheiß auf dich Fass, wirklich. Da muss ja was richtig Fantastisches drin sein. Also, hier haben wir auf jeden Fall noch einen Stein, den nehme ich schon mal mit. Die kleinen Stöcker, die packe ich dann auch schon mal alle rein. Alles, was ich jetzt hier schon mal im Umkreis mitnehmen kann, grabben kann. Außer jetzt die Kleidung. Also die Dingsbums hier. Da sind zwei Fässer, das heißt, wir können auf jeden Fall mit Fässern das machen. So, das bedeutet, wir können das Boot schon mal erweitern. Und zwar mit Wood. Mit Wood. Und da kommt dann das Barrel. Dingen. Mit Wood, mit Wood. Da kommt ein anderes. Mal gucken, welches wir da bekommen. Ich hoffe dann auch nochmal ein Barrel-Ding. So, dann einmal canceln. Und dann packen wir auch... Ne, das war fast falsch. So, dann nehmen wir auch das hier. Und platzieren das... Ja, hier. So, wunderbar. So, dann können wir schon mal das Fass nehmen. Habe ich da einen Reifen gesehen? Ich sehe da einen Reifen. So... Wo war denn das andere Fass? Bin ich doof? Da, mein Gott, ich bin doof. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Loks auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen transportieren. Aber ich habe schon gesehen, da läuft wieder so ein kleiner Drache rum. Und ich nehme schon mal einmal das hier mit. Old Tire. Den packen wir uns schon mal in die Nähe. Damit wir wissen, hier haben wir einen Old Tire. Okay, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter weg von dem Bruder. Stone Axe ist auch bald kaputt. Und schaue mich hier erstmal ein bisschen um. Oh Mann! Die erschrecken einen aber auch mies. Hier gibt es auf jeden Fall viel Metall, ne? Da ist noch ein Stein. Da haben wir einen Kühlschrank oder irgendwie sowas. Also hier waren wir, glaube ich, sogar schon, ne? Da ist noch ein Fass, super. Da ist auch noch irgendetwas. Wir gucken erstmal, wir erkunden erstmal ein bisschen. Das Fass können wir dann später mitnehmen. Oder wenn wir noch eins finden, dann packen wir es erstmal dahin. Hier ist sogar noch ein Reifen, sauber. Mal diese Insel hier wäre auf jeden Fall schon mal... Jo, was ist denn mit euch? Gefährlicher, die Insel. Noch ein Reifen. Noch Reifen und ein Barrel, sauber. Surfbrett auch am Start. Das war nur so ein altes Wrack. Nochmal ein Barrel, nochmal Reifen. Ich gucke jetzt nur einmal grob durch, ne? Nur grob am Strand einmal nach Treibgut, was wir da alles so haben. Da ist ein Leuchtturm, ey. Ein Surfbrett. Eine Mupfel. Und ein Boot. Sowas meine ich, weißt du? Das wäre geil. Wenn wir sowas nehmen könnten mal. Da backe ich aber komplett durch. Also kann ich komplett durchgehen. Noch ein Reifen, noch ein Reifen. Noch eine Hornet. Ein Laptop. Wichtig.
Noch eine Hornet oder so? Und Smetterling, keine Ahnung. Und noch ein Fass, noch ein Reifen. Da haben wir, kriegen wir auf jeden Fall genügend zusammen. Wir haben Yuka am Start. Wir haben einen riesengroßen Kühlschrank am Start. Wir haben hier ein Blueprint. Meat Smokehouse, geil. Ja, und die Fässer, ne? Also da müssen wir echt mal gucken. Da ist noch ein Auto sogar. Hier ist noch eine Kiste, eine normal. Mit der Axt, yo. Eine Piratenflagge. Closing. Ich überlege gerade, kann ich vielleicht das Fass auch eher mit der Axt öffnen? Ich glaube, das haben wir damals auch gemacht, ne? Im Wasser, wo wir im Wasser waren. Und hier haben wir wieder das Auto. Das Auto, das dauert auch verdammt lange, das zu zerlegen. Ich dachte eigentlich, ich komme einmal rum um die Insel. Aber egal, 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 egal. Ich versuche jetzt nochmal einmal mit dem Fass selber. Hornet, geh weg. Wo war das Fass denn überhaupt? Shit. Bei dem Boot, ne? Hier, oder? Mies vorbeigelaufen. Ja, da ist es doch. Ja, damit geht's doch viel besser. Da war aber echt nichts Interessantes, außer ein paar Kleidungsstücke drin. Ey, das ist ja traurig. Aber nehmen wir mit. So, und dann gucken wir mal hier entlang. Gehen wir mal auf entspannt. Wir können uns jetzt gleich schon mal auf jeden Fall einen Stein mitnehmen. Ein Blueprint, oder? Plane Engine. Flugzeugmotor. Das liegt hier einfach mal so rum. Und dafür werden wir wahrscheinlich dann auch nämlich diese ganzen Schrauben, Bolzen und so weiter benötigen und den Air Conditioner, dieses Air-Dingen da und die Power Cell und was weiß ich nicht, was es dann noch alles gab. Ah, nice, schönes Ding. Das hat sich doch schon mal richtig gelohnt hier. Schön, 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 schön. Hauptsache mein Boot ist noch da. Wo habe ich den geparkt eigentlich? Dahin geparkt oder hier? Da ist die Insel, da muss ich hier irgendwo geparkt haben. Einen Stein würde ich gerne noch haben. Ja, schön. So, einmal nämlich zerlegen, weil wir müssen uns noch eine Inventar voll. Es ist noch da, das ist gut. Sehr, sehr gut. Nice, schön. Steine haben wir am Start. So, das bedeutet, wir createn jetzt einmal eine Axt erst einmal. Und dann hätte ich gerne noch einen Hammer. Und da müssen wir uns unbedingt jetzt auch mal langsam dran machen und die Axt nämlich erweitern. Die Axt erweitern auf Granit. Und, noch eine Piratenflagge, geil. Zwei Piratenflaggen dran. Also so viel Kleidung brauche ich doch überhaupt nicht. Haben die Kokosnüsse eigentlich überlebt? Huch. Nein, haben sie nicht. Ja, dann bringen die Dinger leider nichts hier drauf, ne? Könnte man vielleicht höchstens aus den Teilen etwas bauen, damit die nicht rausrollen. Weißt du, quasi vier davon aufstellen. Vier kommst du nicht hin, oder? Doch eins. Doch vier Stück aufstellen. Wie so ein Quadrat. Und da drin die Kokosnüsse sammeln. Allerdings, wenn es da mal hochspringt, das Boot, dann ist es auch vorbei. Dann ist es auch vorbei. Ah, ist das doof. Weil jetzt zum Beispiel brauche ich jetzt den Platz, ne, den ich jetzt habe, für irgendwelche Sachen, die wir da natürlich finden. Ne, und das heißt,
das geht auch viel, viel schneller jetzt zu entfernen mit der Maus auf jeden Fall. Ich würde jetzt hier die Kokosnüsse und so weiter hier reinpacken. In der Hoffnung, dass jetzt kein Käfer kommt oder sonstiges. Und Mann, lass die doch fallen. Und alles auseinander nimmt da wieder. Problem wird nur sein, dass wir das alles einsammeln müssen, wenn wir abhauen wieder. Kann natürlich dauern, ne, bis wir abhauen. Aber da müssen wir auf jeden Fall dran denken. So, wir haben noch Chopper Shards. Wir haben nochmal Leder. Warum war das nicht zusammen? Ja, die Roben muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Die Flasche würde ich auch gerne hier lassen. Kann ich die nicht zusammenpacken? Doch, das geht. So, Trinken haben wir auch noch am Start. Und dann ist hier auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen leerer. Ja, perfekt. Super. Nice, 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 nice. Gut, dann würde ich sagen, schlafen wir erstmal noch eine Runde, ne? Oh, es bewegt sich schon.